So, Sportsfreunde. Ich muss zugeben, ich habe selbst eigentlich völlig vergessen und hatte aber auch im Endeffekt einfach keine Zeit. Aber ich will euch im Endeffekt die Performance oder mein absolutes Fazit zum PG2, zum Paul George 2 von Nike nicht vorenthalten, weil der Schuh ist ja ziemlich gelungen. Aber seht selbst. Katastrophe ist übertrieben. Wenn ihr irgendwo spielt, wo der Boden sauber ist, also wirklich sauber, also Parkett, sage ich jetzt mal wirklich, ist es 1A, dann ist das richtig top-notch, ihr stoppt super. Wenn ihr jedes Mal drüber wischt, stoppt ihr auch super. Wenn ihr nicht drüber wischt, ihr seht es ja, ich rutsche die ganze Zeit rum. Klar, es geht schlimmer, aber es geht deutlich besser. Wenn ihr die solide Sohle nehmt, es gibt den Paul George ja auch in anderen Farben, dann hat er keine durchsichtige Sohle, ist das Ganze deutlich besser. Deswegen greift definitiv zu so einer Sohle, außer ihr spielt halt Erstliga-Parkett, dann ist es egal. Und nehmt den Schuh auf keinen Fall für Outdoor. Outdoor ist der Schuh überhaupt nicht geeignet, da spielt ihr wahrscheinlich 3-4 Tage und dann ist die Sohle weg, weil die ist super weich. Deshalb finde ich es so schade, dass die durchsichtige Variante nicht so gut greift, aber was soll's. Anders als das Grip ist Material sowie Dämpfung absolut genial. Super Upgrade, ich persönlich liebe es. Ihr habt im Vorfuß eine dickere Zoom-Unit jetzt, die ihr wirklich spürt. Also ich persönlich spüre sie, sie fühlt sich super gut an. Ihr seid immer noch schnell, aber gedämpft. Und der Hacken ist nicht mehr ganz so klobig, clunky wie im Vorgänger. Also der fühlt sich auch besser an. Da sind ein paar Löcher drin, damit dieser Schaumstoff sich ein bisschen besser bewegen kann. Fühlt sich super an. Das Material, das was ich beim PG1 bemängelt habe, ist jetzt hier behoben. Es ist unterstützend genug. Also wie ihr auch hier das seht, ich breche nicht so weit übers Fußbett oder überhaupt aus dem Fußbett, dass es störend ist. Ich fühle mich in dem Schuh sicher. Absolut gelungen. Also das ist wirklich Materialdämpfung, super nice, Grip halt nicht so gut. Ansonsten der Schuh sitzt true to size. Also kauft ihn genau in eurer Größe. Er ist nicht sonderlich schmal, er ist nicht breit, er fällt normal aus in Länge wie Breite, ist prinzipiell ein Jedermann-Schuh, den kann wirklich jeder tragen. So, Sportsfreunde, das war's vom PG2. Ihr wollt jetzt sicherlich noch ein Rating hören. Ich sag mal so, wenn die solide Sohle so gut performt, wie ich gehört habe und wie ich schätze, dass es ist, dann ist das für mich ein Rimdog Certified. Für 110 Euro, der wird jetzt auch noch wahrscheinlich in Sale gehen, dann wird er noch so 89 Euro kosten oder sowas, ist das ein Schuh, da macht ihr überhaupt nichts mit falsch. Er sieht natürlich sehr schlicht und simpel aus, meiner Meinung nach, also fast schon wie ein Runner, aber das sollte ja im Endeffekt performance-technisch, sollte euch das egal sein. Wie gesagt, ihr könnt ihn nicht Outdoor spielen. Sobald ihr auf sauberen Court spielt, also wirklich Parkett, irgendwie Erstliga-Parkett, Zweitliga-Parkett, Regio ist so eine Sache, aber ne, ihr versteht, was ich meine, seid ihr auch mit der durchsichtigen Sohle absolut good to go. Dieser Schuh insgesamt ein super geiler Performer, ein Upgrade zum PG1 und für mich aktuell einer meiner Go-To-Schuhe, wenn
die Halle sauber ist. So, ansonsten, ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Comments. Wenn ihr andere Erfahrungen habt oder Meinungen oder, ne, dann, ja, sagt Bescheid, Leute. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und ja, das war's von mir.